Hallo, heute werde ich über den Asus VG30 VQL1A Monitor berichten. Ein sehr interessantes Modell. Den aktuellen Preis sehen Sie, wenn Sie den Links folgen, die ich in der Beschreibung des Videos angegeben habe. Teilen Sie uns Ihre Meinung in den Kommentaren mit und vergessen Sie nicht, den Device-Kanal zu abonnieren und das Video zu liken. Lasst uns anfangen! Die Bildschirmdiagonale beträgt 30 Zoll mit einem Seitenverhältnis von 21:9. Bildschirmauflösung 2560x1080 Pixel. Dieses Modell verwendet eine VA-Technologie-Matrix mit einer maximalen Farbtiefe von 8-Bit und WLED-Hintergrundbeleuchtung. Die Bildwiederholfrequenz des Monitors beträgt 40 bis 200 Hertz und die minimale Reaktionszeit der Matrix beträgt eine Millisekunde. Adaptive Sync. Die AMD FreeSync Premium Technologie wird über DP- und HDMI-Anschlüsse unterstützt und bietet variable Bildwiederholraten für niedrige Latenzzeiten, flüssige und tearingfreie Spiele. High Dynamic Range. Der TUF Gaming VG30 VQL1A nutzt die Vorteile der HDR-Technologie, um im Vergleich zu herkömmlichen Monitoren lebendigere Farben und höhere Kontraste zu liefern. Extrem geringe Bewegungsunschärfe ELMB. Die Asus Extreme Low Motion Blur ELMB-Technologie bietet eine MPRT-Reaktionszeit von einer Millisekunde, um Ghosting und Bewegungsunschärfe zu vermeiden. Sie lässt bewegte Objekte noch schärfer erscheinen, sodass das Gameplay flüssiger und reaktionsschneller wird. Variable Overdrive. Die integrierte Asus Variable Overdrive-Technologie ermöglicht es dem Display, seine Overdrive-Einstellung dynamisch zu ändern, wenn die Bildwiederholrate schwankt, um optimale Ergebnisse für jedes Spiel zu gewährleisten. Du wählst aus, wie stark der Gesamteffekt sein soll und überlässt es dann dem Monitor, wie er sich verhält. Intuitive Bedienelemente. Asus Display Widget Lite ist ein Software-Dienstprogramm, mit dem du einfach und schnell Einstellungen ändern oder Asus-exklusive Funktionen wie Shadow Boost, Asus Game Visual und mehr konfigurieren kannst. Shadow Boost. Die Asus Shadow Boost-Technologie hält dunkle Bereiche des Spiels auf, ohne hellere Bereiche überzubelichten. So wird die Sicht insgesamt verbessert und es ist einfacher, in dunklen Bereichen der Karte versteckte Gegner zu erkennen. Game Plus. Der Asus-exklusive integrierte Game Plus-Hotkey bietet Verbesserungen im Spiel, mit denen du mehr aus deinem Spiel herausholen kannst. Diese Funktion wurde in Zusammenarbeit mit Profispielern entwickelt und ermöglicht es ihnen, ihre Spielfähigkeiten zu üben und zu verbessern. Game Visual. Die Asus Game Visual Technologie verfügt über 7 voreingestellte Anzeigemodi, um die Darstellung für verschiedene Arten von Inhalten zu optimieren. Auf diese einzigartige Funktion kannst du ganz einfach über einen Hotkey oder das Einstellungsmenü auf dem Bildschirm zugreifen. Flicker Free Technologie. Die Flicker Free Technology reduziert Flimmern, das schont die Augen und erhöht den Komfort bei langen Spielsessions. Low Blue Light. Die Asus Low Blue Light Technologie reduziert die Menge des potenziell schädlichen blauen Lichts, das vom Display ausgestrahlt wird. Es stehen 4 verschiedene Filtereinstellungen zur Verfügung, um den Grad der Blaulichtreduzierung zu steuern. Der Monitor mit Standfuß hat folgende Abmessungen: 70,3 cm breit, 38,6 cm hoch und 24,1 cm tief. Das Gewicht des Monitors beträgt 7 Kilogramm. Höhe und Neigung des Monitors können eingestellt werden. Eine VESA 100x100 Montage ist möglich. Der Monitor verfügt über 2 Lautsprecher mit einer Gesamtleistung von 2,4 Watt. Die folgenden Anschlüsse sind vorhanden: einmal USB Type-B Upstream, zweimal USB 3.0 Type-A Downstream, zweimal HDMI 2.0, einmal DisplayPort 1.2 und einmal 3,5 mm Audio Out. Ergonomisches Design. Der ergonomisch geformte Standfuß lässt sich neigen, drehen, schwenken und in der Höhe verstellen, sodass du ganz einfach deine ideale Betrachtungsposition finden kannst. Das Display ist außerdem VESA-kompatibel für die Wandmontage. Ich habe mir die Bewertungen von echten Nutzern angesehen und die wichtigsten Beschwerden hervorgehoben. Die Qualität des Klangs ist schrecklich. Und hier ist, was den Kunden am besten gefallen hat. Die 200 Hertz werden erreicht. Die Farben sehen alle gut aus. Das war mein Testbericht zum Asus VG30 VQL1A Monitor. Den Preis dieses Modells finden Sie, indem Sie den Links in der Beschreibung unter dem Video folgen. Wir freuen uns auf Ihre Kommentare und wenn Sie das Video liken. Die nächste Rezension folgt schon in Kürze.
Abonnieren Sie unseren Kanal und klicken Sie auf die Glocke, um es nicht zu verpassen. Bis bald!